Nach dem 4:1 bei Bergisch Gladbach am ersten Spieltag möchte die U16 vom 1. FC Köln in der B-Junioren-Mittelrheinliga natürlich auch das zweite Spiel höchst erfolgreich gestalten. Zu Gast ist heute der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Die Gäste haben ihrerseits den Saisonauftakt etwas verpatzt und verloren 1:2 gegen Viktoria Köln. Natürlich möchten sie das heute korrigieren, doch der klare Favorit sind die jungen Geißböcke in den roten Trikots von links nach rechts. Und die erwischen auch den besseren Start. Klasse Hereingabe von Marlon Becker. Breischori kann klären, doch im Rückraum steht Luca Heise völlig ungedeckt. 20. Minute, die frühe Kölner Führung. Der Neuzugang aus der C-Jugend von Fortuna Düsseldorf hat sich klasse eingelebt, traf bereits am letzten Spieltag und ist heute wieder erfolgreich. Und auch an der nächsten Szene ist Heise beteiligt. Hier schickt er Franken auf die Reise und der bedient nach kurzem Scheitern an Langer Jonas Steinbach. Der kann das Leder allerdings nicht im Netz unterbringen. Mit dem 1:0 geht es in die Pause, doch auch im zweiten Durchgang sehen wir das gewohnte Bild. Köln auf dem Weg nach vorne, doch Köln nutzt seine Chance nicht. Marlon Becker scheitert am Aluminium. Doch der erste FC, er möchte das 2:0 jetzt unbedingt erzielen. Kombiniert sich immer wieder klasse nach vorne. Matti Wagner. Doch das Leder, es will einfach noch nicht rein. Das 2:0 wäre natürlich inzwischen längst überfällig. Und nach 56 Minuten ist es dann geschehen. Noel Dreis testet aus spitzem Winkel Luca Langer. Der lässt nach vorne abprallen. Und Marlon Monning hat dann natürlich leichtes Spiel. Dann endlich auch mal etwas zu sehen von Borussia Lindenthal-Hohenlind. Der eingewechselte Chuisse scheitert aber am Kölner Keeper Benjamin Bussmann, der aus der Distanz danach sieht, wie seine Mannschaft eine klasse Freistoßvariante ausführt. Noel Dreis und Luca Heise. Erst kommt Dreis zum Abschluss, dann zweiterer. Doch das Leder soll einfach nicht mehr rein. Und so bleibt es dann am Ende beim 2:0 für die Kölner U16. Die sich durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel auf Platz 1 schiebt. Ich glaube einfach über ein, zwei sehr gute individuelle Leistungen. Wenn ich jetzt heute Neotelle sehe im Spiel, war sehr gut, sehr präsent, der einfach heute ein anderes Level gespielt hat. Und dann kommen halt in den ein oder anderen Situationen noch individuelle Klasse dazu, die halt die Jungs haben. Und natürlich ist immer so ein Tick auf Fortune dabei. Ne? In der ersten Halbzeit, wenn Hohenlind die Chance nutzt direkt, dann sieht das Spiel vielleicht auch schon wieder anders aus. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir das gut gemacht haben insgesamt und dann die ein oder andere individuelle Leistung dann das Spiel auch entschieden hat. Am dritten Spieltag hat Kölns U16 übrigens spielfrei und somit bleibt Zeit für Testspiele. Der SG Unterrath und Werder Bremens U16 sind im Rhein-Energie-Sportpark kommende Woche zu Gast.